Man sieht, dass die Spezialisten. Ne? Wer sich die Hände wärmen möchte, kann hier in dieser Erde gärtnern. Auch eine andere Sorte manchmal. Guck mal, der sieht ja aus wie so ein roter, ne? Ich finde gerade die Mischung ganz charmant. Ich finde es auch, ja. Doch, gerade das hier mit in der Stadt ist. Ich würde gerne mal jemanden sprechen, der da Erfahrung mit hat. Wir haben wenigstens die Chance, was zu werden. Da muss man jetzt eben Prioritäten setzen. So ein bisschen was werden oder sterben. Nee, das ist ja Kompost. Also es ist ja kompostiert, aber... Das ist ja ein bisschen operativ, ne? Eigentlich die Keimzelle als Keimzelle angefangen haben, damit wir groß werden. Sie soll nämlich wachsen auf das Arealgelände, die immer noch seit 3 Jahren leerstehende Rindermarkthalle dort gegenüber. Eine Brache. Eigentlich die Grundidee dieses Gärtners ist ja, auf Brachen zu gehen und nicht auf Grünflächen. Und dazu gibt es ein künstlerisch-politisches Konzept, eine öffentliche Plattform des Gemüsegärtnerns und Stadtplanens. Das ist die Nake. Die wurde kompostiert. Das ist echt traurig. Was stehen aber zu mir irgendwie noch nicht. Und dann würde ich eine Reihe Kohlraben, dann drumherum. Dass man hier Pastinaken von Unkraut unterscheidet. Ja. Die Kohlrabi vereinzeln wir dann in der Mitte, ja? Weil die müssen ja auch ein bisschen Platz zur Seite haben. Ich würde sagen, dass den Kohlrabi machen wir hier mittig. Also gesamtflächig hier in der Mitte. Ja, genau. Es gäbe sogar eine Finanzierung durch die Kulturbehörde. Allein der politische Wille scheint nicht da zu sein. Die Sprinkenhofer AG, die das Gelände verwaltet, hat nach mehreren Verhandlungsrunden mitteilen lassen, dass auf dem 34.000 Quadratmeter großen Gelände sie keinen Platz sieht für das Grünareal. Sodass wir im Moment in der Situation sind, dass in der Keimzelle in die Vertikale gewachsen wird und wir nach wie vor versuchen, gärtnerisch, politisch, stadtplanerisch tätig zu bleiben, Druck auszuüben auf die zuständigen Behörden, die politischen Akteure, die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, dass ein Grünareal als öffentliche Plattform, als Stadtplanungsgarten, als neue Partizipationsplattform mal ausprobiert werden könnte. Aber es ist ein altes Gemüse, was völlig ausgestorben ist. Ich finde Pastinaken schmecken. Weil das wären die Wurzeln. Und jetzt setzt du das in das Loch rein. Und dann musst du von beiden Seiten Erde da drauf. Grundsätzlich denke ich, wir haben sicherlich einen gewissen Streckenerfolg zu verbuchen. Dahingehend, dass jetzt sich die Politik damit auseinandersetzen, diese Thematik. Das ist Lauch. Was man sich allerdings noch mehr gewünscht hätte, wäre, dass speziell die Kulturbehörde sich politisch dazu verhält, dass sie ein Projekt, das sie selbst fördert und auch mit einer beachtlichen Summe zu seiner Realisierung beiträgt, indem sie sich dann eben politisch stark macht und dann, naja, den entsprechenden Instanzen, jetzt in dem Fall die Landbehörde, diese städtische Immobilienverwaltung der Sprinkenhof sagen, auf die Füße tritt und sagt, es kann nicht sein, dass auf diese große Fläche keine 400 Quadratmeter Fläche übrig bleibt, damit das Projekt, was von allen Seiten eigentlich begrüßt wird und gewollt wird, nicht doch noch realisiert wird. Ein Dreieck Kohlrabi in lockerer. Aber wie gesagt, wir wollen Fleißkohlrabi, der muss mindestens so groß werden, deshalb brauchen wir die entsprechenden Abstände. Gut. Beteiligung über den Rat von öffentlichen Gärtnern, Gemeinschaftsgärten, ist eine Sache, die wird die Gesellschaft und die Politik in den nächsten Jahren weiterhin verfolgen. Das ist
eindeutig. Deswegen kann man sich nur wünschen, dass Hamburg jetzt frühzeitig darauf auch reagiert und das aufgreift, dass in anderen Städten auch international tatsächlich stattfindet. Da kann man das beobachten. Also ganz speziell denke ich da nicht nur an Kuba oder Havanna, sondern auch brasilianische Städte. Belo Horizonte ist zum Beispiel so ein Thema. So eine Stadt, die ganz früh schon Gemeinschaftsgärten sagen, als stadtpolitisches Schwerpunktthema gefördert hat. Oder New York. Foodworks, also ein groß aufgelegtes Programm, in dem das Potenzial erkannt wird und eben auch gefördert. Also von daher gesehen würde man sich wünschen, dass Hamburg sagen, aus diesem Effekt gegen das Neue rauskommt und sagen, im Grunde genommen den progressiven Charakter der Bewegung auch wahrnimmt und die Chancen nutzt, die wir jetzt im Grunde genommen auch von klein auf, von der Stadtentwicklung von unten sagen, hier mit viel Eigenengagement aufbringen, irgendwie, dass sie das aufgreifen und dann politisch auch stärker konzeptualisieren oder einfach fördern. Das kann man sich nur wünschen, aber das wäre gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen, naja, die Politik funktioniert eben nicht nach dem besseren Argument oder nach den Einsichten oder sowas, sondern vermutlich wird es dabei bleiben, dass wir hier uns weiter die Freiräume erkämpfen müssen und denen zeigen, sagen, dass wir Stadt selber machen könnten, aber es nicht dazu führt, dass tatsächlich es irgendwie einen größeren programmatischen Sinne irgendwie zu einem Paradigmenwechsel sagen, der politischen Kultur kommt. Und da muss Wasser ran, weil die ja viel zu trocken sind. Jetzt wird es vielleicht. Das ist doch schon mal ganz schick hier. Wir haben nämlich unter anderem auch blaue Tomaten, weil wir hier in der Marktstraße ja sehr viel Sonne haben und deswegen wachsen die Tomaten uns schneller. Und das wird auch in der Hydrobotanik benutzt. Die Leute wollen mehr politische Beteiligung. Sie sind dazu in der Lage, die haben dazu Lust. Das ist sagen, wäre jetzt der nächste Schritt, den die Gesellschaft tun müsste, dass wir wegkommen von einer repräsentativen Demokratie zu einer stärkeren, integrativen, gelebten Demokratie. Radieschen haben wir schon. Ich glaube auch, das wird sich in die Richtung weiterentwickeln, weil die gesellschaftlichen Kräfte, die dahinter sind, sagen, diese Forderung der Mitbestimmung, der Teilhabe einfach so stark sind, dass ich mir nicht so richtig vorstellen kann, wie man das sagen, diese Forderungen und diese Lernprozesse, wie man die rückbauen kann, verhindern, fortgesetzt, ohne dass es wirklich zu stärkeren, weiteren Konflikten kommt, zu Reibereien und starken Auseinandersetzungen, die letztlich dann auch keine Partei und keine politische Gruppierung wollen kann. Alles so stehen bleibt und so, ist das auch wunderbar. Ja. Bloß man kann es ja immer echt nicht glauben. Man lebt in der Gesellschaft und sieht, wie diese Gesellschaft, was so passiert, dass es Leute gibt, die einfach Spaß haben, irgendwas, was andere aufgebaut haben, nur weil es Abenteuer ist. Und damit muss das man leben halt. Das kann immer auch noch passieren, weil ja. Dann ist ja auch relativ grundsätzlich. Ja. Aber bis jetzt haben wir bis auf vereinzelten Radieschen Mundraub. Es wurden wiederholt Kohlrabi-Blätter entwendet. Schon mal die eine oder andere Möhre, aber auch die gehen wir ja gerne ab, weil wir viele Möhren haben dieses Jahr. Streuen von Radieschen, Saatgut. Darf ich drei mitnehmen? Gerne. Der rote Kohlrabi ist ein Erdwurzler. Mhm. Und wenn man jetzt also sozusagen die Erde nicht fest genug drückt, dann fühlt er sich nicht wohl. Dann ist er, dann denkt er immer, er sei so ein bisschen in der Luft. Also ich habe das Gefühl, der sagt, dass er das gut findet. Diese okay. Massage vielleicht. Und aber auch diese Erdung, diese neue Erdung. Zu Pastinake sagt man schon Spargel. Ich weiß nicht, irgendwie, aber irgendwie irgendein Spargel. So der arme Leute-Spargel oder der unechte Spargel oder irgendwie so eine Variante, sagt man zu dem. Da, wo die Stöcke sind, wurden Erbsen versenkt. Okay, die wollen ja dann ranken. Guck da, ja, hockt's. Ja, hier waren diese Monster-Radieschen ja drin. Die waren einfach hier in der Erde. Überall, da sind auch Radieschen. Was das hier ist, das ist, glaube ich, auch irgendein Borretsch oder sonst ein Gemüse. Und hier zum Beispiel, hier, das ist eine Maulwurfserde. Aha. Das heißt, das haben wir genommen von einem so einem kleinen Maulwurfhügel. Ne? Da war der Maulwurf gerade da, hat das so hochgewuchtet, also sozusagen feinst aussortierte Erde. Und die haben wir jetzt genommen gehabt. Und da haben wir das Gefühl, okay, offensichtlich ist Kohlrabi, geht es dieser, die ist ziemlich trocken, total irgendwie so fast Sand oder so, das Gefühl. Diese Erde, der geht es gut. Aha. Und aber der Punkt ist, hier ist zum Beispiel ein bisschen mehr Muttererde, ein bisschen mehr Humus. Und
gut, dem Kohl geht auch nicht schlecht. Also von daher gesehen, es scheint nicht ganz zu sein. Aber hier, aber dann ist nämlich hier unten drunter, ist nämlich hier zum Beispiel, ist auch diese Sanderde am Ende. Doch. Also momentan der Arbeitsthese ist, dass der Kohlrabi doch so eine Sanderde braucht und kein Humus. Ja, dann können wir jetzt nochmal lassen. Kenne ich da ein paar Kaninchen? Ja, die werden sich freuen. Ja, ein paar gibt es auch schon jede Menge. Das heißt so immer, das Auge ist mit. Geht um die Schönheit beim Schälen. Genau. Ah, naja, der wird ja noch. Wir essen ihn ja nicht im Ganzen. Oder? Ich habe jetzt leider. Jetzt habe ich das falsche Messer mitgenommen. Siehst du, ich hätte zu Hause ein Turniermesser. Ja. Mit einem Turniermesser kann man da tolle Figuren rausschnitzen. Sojamilch, Knoblauch, dann sollen diese Mandeln gehackselt werden und dann wird das mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Weißwein essig abgeschnitten. Mhm. Klang irgendwie gut. Vielleicht ein bisschen aufwendig für so eine Outdoor-Aktivität. Naja, aber es lässt sich draußen. Ich verstehe das nicht. Warum will dieser Sellerie nicht wachsen? Weil es keine chinesische Keule ist. Die würde nämlich fantastisch wachsen. Die schießt wie wild. Ich weiß ja, aber trotzdem, das kann doch nicht sein. Hart blöd gelaufen. Wir haben, die ist feucht geworden, gegammelt. Das ganze Saatgut. Es braucht Hochbeete, damit es auch wirklich Sinn macht mit den Pflanzen. Das war am Anfang ganz lustig, aber es braucht schon echt mehr Erde und so, damit das irgendwie nicht nur rein symbolisch ist, sondern wir wollen ja auch eben nicht nur über das ganze Gemüseanbau und Stadtanbau reden, sondern wir wollen ja auch tatsächlich Gemüse selber hier produzieren. Schritt für Schritt wächst man selber irgendwie mit dem Garten. Dass man, manche Dinge sind dann jetzt geklärt, jetzt muss man nicht mehr umbauen. Dann aber gibt es genau auch sagen, die ganzen Sonnenverhältnisse, die man jetzt also auch so per Erfahrungswissen erhoben hat. Die Arbeit mit den bloßen Händen ist das, was auch so toll ist, was beruhigend ist, nah an der Natur. Man schafft was. Es ist nicht nur Arbeit am Schreibtisch, sondern es ist ein Gegenprozess zur Vergeistigung in der Stadt. Weißt du, wie lang die ist? Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Die ganze Box runter. Man sieht, dass was wächst. Also es ist auch was. Es sind ja nicht nur Blumen, sondern überwiegend Nutzpflanzen. Hier sieht man den Fortschritt, wenn man was tut. Man sieht das Wachstum. Und es ist irgendwie näher am Ursprung. You planted this tomato or? Anyway, I'm part of the family. All of them are my kinder. They grow in front of my eyes. Ah. They are very little. I'm around. When the whole place is started, I was around. I mean, it's like a family garden. Mm-hmm. Yeah, and I respect it, and I have my eyes also on it. When they are here, when they are not here, when I'm around, my eyes is there to see that everything stay clean and clear. Das ist schön, ne? Besser, das ist. Aber dieses Jahr, ich glaube, das ist ein neues Jahr, das ist noch Christa, das ist noch besser. Ich bin, das ist Frührente, ich bin immer Garten gucken. Schönes gemacht, das ist ehrlich. Ja. Kollege, das ist manchmal, ich habe Suchen. Jede Leute, das ist Fotografie. Ja, viele Touristen, ne? Ja, die Touristen, ehrlich. Du bist weg. Wir wohnen in Schnellsuch. Wir waren gerade hier frühstücken. Und, also ich finde das ganz toll. Ich habe mich lange mit dem da unterhalten. Und finde es eine tolle Idee. So ein bisschen Schrebergärtnertum auf alternativ und auf urban. So. Mhm. Gibt es das denn in Schnellsen auch? Nee, das glaube ich nicht. Da gibt es Schrebergärten mit Gartenzwergen drin. Und ja. Schriftführer und Vorstand. Es kommt eher niedlich daher. Da sind so ein paar Leute, die haben hoffentlich nichts anderes zu tun in ihrer Freizeit. Und die machen da so ein bisschen in kleinen, lustigen Beeten was rum. Diese Urban Gardening-Projekte sind ein Anfang einer, ich sag's jetzt mal ganz pathetisch, einer globalen Bewegung. Im Idealfall, es sollte an jeder Ecke, in jeder Stadt oder in jedem Stadtteil, in jeder Stadt
überall auf der Welt sagen, solche kleinen Projekte entstehen und dann würde man tatsächlich etwas auch verändern können in den Nahrungsmittelverhältnissen. Es gibt keine richtigen Alternativen zu diesen kleinen bäuerlichen, multidiversen Form der Nahrungsproduktion. Man arbeitet da an diesen kleinen Dingen, an großen gesellschaftlichen Problemen. So, und das sollte man auch einfach auch kommunizieren. Das sollte allen klar werden. Das ist keine Freizeitgeschichte, sondern das ist gesellschaftlich notwendige Arbeit und versucht die Welt im richtigen Punkt besser zu machen. Ich bin hier, wenn ich meine Bachelorarbeit darüber schreibe. Es geht um Stadtentwicklung von unten. Und die Keimzelle ist mein Beispiel. Naja, es ist was anderes als lediglich zum Beispiel ein Protest oder eine Demonstration, in der man sagt, man ist mit Dingen nicht zufrieden. Es ist nämlich, ja, es ist ein Gegenvorschlag. Also erst einmal, das ist halt auch so ein Objet trouvé, ready-made. Dieses schöne Teil lag hier bei uns, offensichtlich als kleine Gabel. Und die ist ziemlich lang, hat 3 Meter Länge, passt hier original hin. Und dann müssen wir das da oben noch ein bisschen arrangieren. Oder hier so davor vielleicht, das ist vielleicht ganz nett. Davor wäre es, dass ein bisschen zu Geltung kommen. Ne? Solche Teile werden ja heutzutage eher demontiert im Wohnraum. Aber wenn der Stadtraum zum Wohnraum wird, dann sind solche Elemente wieder schon ganz charmant, würde ich sagen. Es wird auch viel über Ästhetik diskutiert. Also ich glaube, mein ästhetisches Grundgefühl hat sich sehr viel weiter ausdifferenziert, seitdem ich hier bin. Kunst sollte eine Wertvorstellung sein. Kunst ist dann nichts Materialisierbares und die bis heute unausrottbare Vorstellung, Kunst steckt in den Kunstwerken, wie erntedankfestmäßig gesagt, wie die Kartoffeln im Sack. Diese Vorstellung ist eben hinfällig. Und wenn man die weiterdenkt, dann hat das natürlich ganz gravierende Folgen, insbesondere für die kommerzielle Verwertung von Kunst. Weil diejenigen, die Kunstwerke verkaufen, sind dann denen gleichzusetzen, die Optionsscheine im Bankbereich verkaufen. Man kann ehrlicherweise, könnte man nur sagen, ein Objekt, was ich verkaufe ich, kann ich eigentlich nicht als Kunst verkaufen, sondern ich kann es verkaufen als eine Option auf Kunst. Das heißt, bestenfalls habe ich da ein Potenzial gekauft, mit dem Menschen, ich als Käufer und andere Menschen, möglicherweise das Kunstmoment, diese Wertvorstellung Kunst entfalten können. Sie ist aber nicht fertig vorgegeben wie die Maggi-Suppe im Beutel, dass ich sie gleich essen kann, sondern ich muss es mir aneignen. Und wenn ich großes Glück habe und wenn ich großes Glück habe, kann sich dann Kunst möglicherweise ereignen. Wir diskutieren viel, es wird viel basisdemokratisch entschieden. Und das klappt auch ziemlich gut, das ist stimmig innerhalb der Gruppe, also wir kommen immer zu einem Konsens und da geht es eben auch viel um Ästhetik. Wir haben lange Diskussionen hier gehabt, wie wir jetzt die Hochbeete anordnen, wie wir die Pflanzen jetzt hier zueinander anordnen im Hochbeet, hier die Radieschen mit zu dem Kohl setzen und ob wir sie jetzt irgendwie dazwischen setzen. Das spielt auch irgendwie eine Rolle, ob die sich irgendwie biologisch irgendwie in die Quere kommen. Es ist schön, das dann irgendwann arrangiert zu sehen und da man damit auch zusammen dann zu einem Konsens gefunden hat. Ich muss mich über Wertvorstellungen verständigen. Schaltet sich Kunst um von Werkherstellung auf die Herstellung von besonderen Kommunikationsformen. So eine besondere Kommunikationsform wäre zum Beispiel die mit Pflanzen oder es wäre eine Kommunikationsform eben partizipatorisch. In dem Rahmen sehe ich auch dieses Projekt auszuprobieren, andere Formen von Kommunikation im Kunstkontext. Das ist neue Kiste, neuer Rabbi,
Ja, genau, unsere Bushaltestelle. Wir nennen ja diese Sitzecke das Parlament. Zunächst mal hatte sich das Parlament bewährt. Also letztes Jahr haben wir das ja mal einfach mal so dahin gemacht in die Ecke. Und dann war das ganz schnell klar, dass es ein schöner Ort ist und dass er gut funktioniert. Also sehr kommunikativ, es ist offen zur Straße, da kommen die Leute hier von der Brücke, die Leute kommen hier so vorbei und so. Also das ist der richtige Ort. Ja. I'm living there, they are living there, somewhere there. So it's our area, on the side, our side. So we have to take care of it. To see that we have the peace here. Also das war ja hier mal ein Parkplatz. Und dann wurde der Parkplatz besetzt, also auch schon aus so einer Anwohnerinitiative heraus, die hier im Karolinenviertel grün wollten und keinen Schotterparkplatz. Und der Park wurde geplant mit Anwohnerinnen und Anwohnern, also auch diese ganzen Elemente hier der Wegführung und der Buhlplatz und der Kinderspielplatz. Dann gab es eine Ausschreibung für ein Kunst- im öffentlichen Raumobjekt und das haben Anwohner dann gestaltet und daraus ist das magische Dreieck, diese Schiffsschraube geworden. Eignet sie sich hervorragend als Rankhilfe für Feuerboden. Schöne Gemüse, das ist aber, das ist vorbei gleich. Ja? Jetzt ist bald vorbei, ja. Aber die Möhren waren lecker, ne? Ja, habe ich eben früher gesagt. 100%, das ist noch mehr schön. Wie heißt das? Kürbis. Kürbis, das ist, ich habe extra gegeben zu dir. Ja? Ja, so wollen wir nächstes Jahr das machen. Das haben wir ja ganz viel, dass immer wieder Leute Kürbissaat oder sowas und vorbeigebracht haben. Kugel, Gurken. Gurken. Paprika. Paprika, ja. Schwierig. Wir brauchen ein Gewächshaus. Also das ist ja nicht nur ein Garten, sondern auch eine Tauschbörse auf allen Ebenen. Nicht nur der Kommunikation, sondern wir haben diese Buchtauschbörse, wo Leute einfach immer stehen bleiben und Bücher abladen oder Sachen rausholen. Es wird irgendwie in der Tendenz sehr viel hierher gebracht. Der soziale Aspekt, dass das hier irgendwie so ein Gemeinort ist, wo man alles, was man vielleicht nicht braucht, hinbringt und dann kommen andere Leute hin, die das dann wiederum brauchen. Das scheint dieser Garten auch ganz schön zu signalisieren. Also das ist ja sowieso so Sachen, dass man stark reagiert. Also dass so ein Projekt überhaupt nicht eine Planung hat, sondern sich ergibt aus dem, was einem das Umfeld so spiegelt. Also dann stehen da auf einmal CDs. Die Buchtauschbörse ist auch aus dem Zufall heraus entstanden. Dann waren da auf einmal diese Bücher abgelegt und dann haben wir gesagt, ja klar, ist doch eine gute Idee. Tomaten, Aubergine, Bohnen, Zwiebel, Knoblauch und Melon, Paprika, Kernel. Aber diese Name? Das heißt Möhre. Möhre, achso, Möhre. Möhre. Die Blätter kochen? Ja, mit Zwiebeln, ja. Tomatenmark, ja. Salz, ja. Reis, ja. Und Öl. Ja. Alles zusammen, ja. So. Ja, und dann ein bisschen die Kohlrabi, ein bisschen warm Wasser, so, ne? Ja. Und dann waschen, ja. So machen. Rollen, ja. Auch einer. Da ist vielleicht noch einer. Ja, genau. So, ne? Ja. Hier, Vollmann, das erste Mal war. Ja. So. Kann man so drehen? Ja, ja, das machen. So. Ja. Das ist türkischer Sarman. Ach, das andere. Heißt Sarman. Ich freue mich mit Leuten ins Gespräch. Es ist auch nicht so, dass es etwas ist, was so klischeehaft außerhalb der Gesellschaft abläuft, irgendwo am Rand, sondern es ist sehr, sehr zentral, sehr öffentlichkeitswirksamer Platz hier. Yeah, here is where I go to church, yeah? In the Why Not. The church? Yeah, here drin. Okay. In Diakonie, yeah, we have three, four different churches in the Why Not. Uh-huh. You have, we're from Africa, and you have also people from Korea, and you have also people from Romania. Romania? Yeah. So, but once in the month, Sunday, then the Dutch Brazil hour, that is the safe. Yes. So, vier Gemeinde, and it's nice. Und kommen auch Leute von den Gemeinden oder von der Kirche hierher? Ja, yeah, ja, yeah, of course. Here it's open. Yeah. It's how can I say it's like inquisitive, neugierig. Ja. Ja, so egal wer passt, muss gucken. Ob die Kirche oder Auto oder Kinder, ist
I mean, it's very interesting. If this garden, yeah, the society, the family, yeah, can work on the Bürgermeister or whatever it is, you know, to have a toilet somewhere here, will be very, 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 very good. You know, a compost toilet, that would be great. Yeah, it has to be clean. Mm. And then you can also use it for the garden. Ja, der Charme des Ganzen ist auch, dass es nicht zu durchgeplant ist. Dabei kann natürlich dann aber auch herauskommen, dass Dinge mal nicht funktionieren, aber dann muss man sie halt im nächsten Jahr anders machen. Dann kommt der Winter, so things work a little bit like pain. Then come back the summer. Oh, now it's getting more and more. It's getting bigger and bigger. Man muss ganz behutsam damit mit den Pflanzen umgehen. Ja, es erfordert auch Buße. Das ist auch in der Stadt Entschleunigung. Es ist in vielerlei Hinsicht eine Gegenbewegung. Oh, schon. Aber wenn man das meint, eben, die sind doch lustig, oder? Das heißt, sie wollten... Wo wollen die hin? Irgendwie wollen die hin, genau. Ja, genau, irgendwo wollen die hin. So, aber das weiß man ja, dass das auch tendenziell so Stressphänomene sind. Ja, ja. Also, sieht ein bisschen gestresst aus. Ne? So nach dem Motto, oh, ich muss hier irgendwo noch hin. Das ist das Entscheidende, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir uns austauschen und dass wir eben auch die Fragen, die uns betreffen im Hinblick auf Stadt oder das Städtische, selbst in die Hand nehmen. Weil ich glaube, dass diese klassischen Planungsprozesse mittlerweile auch durchschaubar von bestimmten Machtfaktoren immer wieder bedient werden, die eben dann auch wieder diese Beteiligung nur anführen, aber nicht wirklich ernst meinen. Seit zweieinhalb Jahren gibt es unterschiedliche Menschen, Anwohnerinnen, Initiativen, die sich politisch, kulturell, aktionistisch beschäftigen mit der Entwicklung der alten Rindermarkthalle. Und das steht seit knapp 3 Jahren leer. Vor allen Dingen war da eine Music Hall der Stein des Anstoßes, nämlich eine relativ großkalibrige Veranstaltungshalle für über 4000 Leute. Da haben sich ganz viele hier aus den umliegenden Vierteln gefragt, warum wir eigentlich noch mehr Eventkultur bekommen. Und da es kein Interesse daran gab, das noch weiter zu verschärfen, diese Situation, haben die Leute sich hier gewehrt gegen die Music Hall und sie haben dann aber auch vor allen Dingen angefangen, andere Planungsverfahren zu fordern. Man will einfach nicht Stadt vor die Nase gestellt bekommen, wenn man in ihr lebt, sondern man möchte sich gerne daran beteiligen, an dem, wie es aussieht. Unterschiedliche Initiativen wie die Leute Real, unser Areal, die Wunschproduktion, die Keimzelle, die Planungswürfel nennen, haben dann unterschiedliche Formen ausprobiert, wie man eben auch als Anwohner nicht nur meckert, weil einem was nicht gefällt, sondern versucht, Alternativen vorzuschlagen. Also die Wunschproduktion ist eine Alternative zur klassischen Stadtplanung, ist verbunden mit Park Fiction, einem Kunst-Anwohner-Projekt in St. Pauli Süd, wo man eben aus den Anwohnerinnen-Ideen heraus einen Park entwickelt hat. Und das sollte hier auch stattfinden. Und das hat schon auch angefangen mit einer groß angelegten Umfrage. Es gibt massenweise Vorstellungen und Wünsche, was man sich mit dieser Halle mit verbinden könnte an Nutzung. Die Planungswürfel, die letztes Jahr auf dem Vorplatz standen, vor der alten Rindermarkthalle, waren im Grunde auch die Idee, diese Wunschproduktion einen Ort zu geben und dann vor Ort weiter zu planen und vor Ort zu sein. Die wurden jetzt abgebaut im Zuge der Baustelle, weil nämlich 2 Wochen nachdem die Planungswürfel dort auf dem Gelände standen, die Sprinkenhofer AG, die das Gelände verwaltet, an die Öffentlichkeit getreten ist und präsentiert hat, dass jetzt, just in diesem Moment, wo wir alle planen, sie schon für 10 Jahre das gesamte Gebäude an Edeka vermietet hat. Eine Frau hat uns erzählt, dass die wollte irgendwo Heiligen Geistfeld oder so. Ja. Ja, dass da anfangen, aber gehen nichts. Ja. Und dann sind sie hier gekommen, temporär. Ja. Aber langsam ist so schön geworden. Ja. Ja, und die werden immer schöner. Ja. Ja, bitte. Nur wir haben Angst, dass wir werden uns nicht dort drüben wegjagen. Nee, genau. Dort wir treffen uns mit unseren Kumpels. Ja, ne, am Anfang war das so, dass ihr Angst hattet, dass wir irgendwie... Uns dort drüben wegjagen. Unsere Familien sind nicht hier. Unsere Eltern sind nicht hier. Ja. So, wenn wir uns treffen, so, dann wir
Garten ist es schön. Man fühlt sich da wie zu Hause. Ja. Interessanterweise, uns haben alle Leute gesagt, dass die roten Kohlrabi viel schwieriger sind. Aber ich finde irgendwie, die weißen Kohlrabi sind schwierig und die roten wachsen. Die sind ganz toll. Sogar Pflanzen gepflanzt, Blume und verschiedene. Das kenne ich schon von Kindheit. Ja. Und ist ja gut. Und was verändert sich denn mit solchen Projekten an Stadtentwicklung? Naja, man nimmt Raum ein, man nimmt öffentlichen Raum ein. Man zeigt, dass man den Raum mitgestalten will und dass man ein Teil der Stadt ist. Dass man nicht alles von oben irgendwie geplant haben will, sondern dass man mitmacht. Und wir wollen aber auch immer noch da drüben hin größer werden. Also wo ist das? Wo? Naja, da wo dieses große Gebäude ist, wo jetzt, wo früher Supermarkt war. Also das hier ist ja erstmal das von uns sogenannte Guerilla-Beet. Das haben wir uns im Laufe der Zeit schlichtweg angeeignet. Also Patenschaft drüben, da ist das alles noch legal. Und hier wurde dann weitergegärtnert in Richtung Areal. Und dann gibt es ja diese lustige Geschichte, dass die Stadt hier früher diesen Jahres nicht nur diesen Baum gepflanzt hat, wo sie uns sogar das noch angekündigt hat, obwohl wir offiziell mit diesem Beet hier gar nichts zu tun haben. Und dann haben wir noch versucht, dass wir da einen Obstbaum hinbekommen, weil das hier viel netter wäre als so eine langweilige Scheinakazie. Da ist noch Entwicklungspotenzial im Städtischen. Mehr Obstbäume in die öffentlichen Räume. Und dann haben die hier alles voller Gestrüpp gepflanzt, solche Abstandshalter in Form von Grün. Und dann haben wir da bei denen uns beschwert und haben gesagt, wir gärtnern doch hier. Und dann haben die das Grün wieder abgeräumt. Und jetzt ist das quasi inoffiziell offiziell, dass die Keimzelle sich mit diesem Guerilla-Beet schon mal in Richtung alte Rindermarkthalle bewegen. Stadtgestaltung real, aber auch perspektivisch. Und deswegen wird es immer mehr in diese Richtung gehen. Zusagen, welche Flächen in welchem Umfang zur Verfügung stehen, dann können wir uns an den Tisch setzen und dann machen wir da einen Planungsgarten für die Zukunft der alten Rindermarkthalle.